Müssen wir einfach ausprobieren. Aber finde ich hier nur irgendwie eine Sicherung oder sowas. Weil irgendwas brauche ich ja noch auf jeden Fall dafür. Oh, es ist letztendlich nur der Schalter und das Relais muss ich woanders einsetzen. Aber nee, da würde mich ja nicht fragen, was für ein Objekt ich da einsetzen wollen würde. Oh, ist das kacke. Ich war so guter Dinge, ne? Ich versuch's nochmal. Ich versuch's nochmal. Kann nicht angehen. So, mein Ohr juckt. Oh, scheiß Allergie. Oh. No. No, no, no. Fuck you, ey. Alles klar. Auf ein neues. Weil ich glaube, in dem einen Bereich, wo ich nämlich gerade gestorben bin, da war ich, glaube ich, auch noch gar nicht. Da habe ich mir nämlich beim letzten Mal nur gedacht, boah, da könntest du vielleicht mal hin, ne? Mach's jetzt aber nicht, weil hier sind ganz viele Gegner. Dankeschön. So. Ein bisschen laufen können wir noch. Aha. Soll ich erstmal speichern? Brauche ich nicht. Der braucht schon speichern. Okay, du gehst mir doch ein bisschen zu tief gerade. So, ich denke mal, so könnte das. Ja, das passt schon. Hieronymo! Und auch nicht. Zum Glück habe ich keinen Fallschaden erlitten. Ach nö, jetzt muss ich ja wieder hier. Ja, okay, machen wir es anders. Machen wir den hier. So, und alle hopp. Alles klar. Wie mache ich denn jetzt am besten? Von hier so ein bisschen weiter in die Richtung. Ja, klar, das funktioniert locker. Dankeschön. Und jetzt gehen wir erstmal ganz vorsichtig nach unten oder nach vorne, gucken runter und stellen fest. Okay, hier wartet wirklich nur der Tod. Alles klar. Oben ist nichts. Nee. Gut, gut. Ja, nö, ansonsten. Wenn mir gerade leider nicht so viele einfach hier machen kann. Fuck, ey. Oh, ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich. Dann gehen wir doch nochmal den anderen Weg. Also, dass wir dann da oben sind. Da müssen wir uns noch irgendwo. Irgendwo müssen wir noch was finden. Das ist jetzt eigentlich genau. Also, wenn der Part jetzt hier gerade nicht wäre, ne? Dass ich jetzt gerade überhaupt nicht weiter weiß. Weil ich irgendwo irgendwas finden muss. Das wäre gut. Das wäre gut. Da würde ich sagen, okay, das war jetzt heute echt mal eine Aufnahme. Aber jetzt ist es leider wieder, ne? Ansonsten gehe ich gleich wirklich nochmal hinten zur Bühne, weil da könnte vielleicht wirklich noch was gewesen sein. Ich kann mich erinnern, da gab es diese Kulisse. Da konnte ich durchschauen. An manchen Stellen, weil die ein bisschen ein paar Löcher hatte. Und da war auch noch was. Vielleicht war ich da schon. Unbewussterweise. Möchte ich nicht ausschließen. Ich aber erstmal nicht von aus. So. Ach, hier bin ich jetzt, okay. Jetzt verstehe ich auch den Aufbau, ja. Versuchen wir nochmal irgendwie da hinzukommen, oder? Jetzt nur die Frage, wie kamen wir da nochmal hin? Scheiß. Ah, komm. Gehen wir erstmal hier herunter. Ich habe keine Ahnung, ob das was bringt, was ich hier gerade versuche, ne? Also bitte nicht mich töten, wenn es nicht richtig ist. Ah, da ist auch was. Seht ihr das? Das ist aber, glaube ich, nur ein Loch in der Wand. Oder ein Loch in der Kulisse. Ja, fahren wir mal ins Wasser. Ach, scheiße! Da war Boden. Oh. Okay, beim nächsten Pups bin ich tot. Interessant zu wissen, welche, ob ich hier das Wasser ablassen kann, ne? Wie komme ich nochmal da hinten hin? Wie habe ich das nochmal gemacht? Ich denke mal, mit so einem Sprung wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Okay, es hat doch funktioniert. Wow. Ich bin erstaunt.
Aha, ist ja nur ein Schalter. Bringt mir jetzt auch nicht sonderlich viel. Aber war ich da oben schon mal, ist die Frage. Auch so aus, als wenn hier auch eine Tür wäre, ne? Oder ist es eigentlich schon aufgegangen, ist. Da oben ist was, ja. Aber kann halt sein, dass ich da halt wirklich... Dass ich hier erstmal über den oberen Weg hier rein muss, um das hier überhaupt alles zu öffnen und so. Ich würde gerne in die Kulisse rein. Ach, okay, ja, alles klar. Hier habe ich nämlich die Aufnahme begonnen. Wenn man da mal reinguckt, ne, da ist ein ganzer Arsch voll Mist. Ein ganzer Arsch voller Mist, genau. Und ich könnte mich nicht erinnern, dass wir da schon mal waren. Ich möchte da aber hin. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich da hin, ne? Das ist die Klettergeschichte. Ich weiß aber nicht, ob ich hier noch irgendwie bestreben hatte, irgendwas zu tun. Ich gesagt habe, ach, da muss ich eh später nochmal hin, weil dir noch was fehlt. Weiß ich gerade leider wirklich nicht mehr. Aber das werden wir gleich erfahren. Da kannst du ruhig mal ein bisschen laufen. Und jeppa! Ist gerade was weggeflogen oder war es nur ein... Okay, es war nur ein Clipping-Fehler. Ist klar. Ach ja, genau. Du musst mal die einzelnen Schalter betätigen, damit sich da die Brücken schließen. Richtig. Richtig, richtig. Oh, da oben habe ich schon mal was gesehen. Hier so, da so. Ho. Ach so, ja. Hm, alles klar. Da kann ich nur, weil hier hinten war eine Ratte, weiß ich auch noch. Fuck! Ich weiß leider gerade nicht weiter. Oh meine Güte, kriege ich gerade Hunger. Wow. Ich weiß nicht, ob ich nochmal dahin hingehen soll. Aber ich glaube, es war nur der Schalter. Ja, komm. Wenn, dann müssen wir auch richtig gucken. Feuer! Was ist denn da? Da ist ein Schalter. Das ist wahrscheinlich wirklich einfach nur der, der die Brücke da fertig gemacht hat. Knaps. Testen wir es nochmal aus. Und Brücke wieder oben, ne? Ach. Ja, okay. Leider ist es wirklich so. Oh, schon sehr weit, ne? Ich bin bei der blinkenden Energie. Das Gute ist, wenn ich jetzt irgendwie Herz klopfe oder irgend so ein Piepen, so ein Notfallpiepen, ne? Dann hätte ich mich schon längst geheilt. Aber so ist es ja. Was ist denn da jetzt passiert? Okay, also entweder bin ich jetzt komplett Banane oder irgendwie hat er gerade kurz die Steuerung umgekehrt. Boah, das ist jetzt eine Situation, die überfordert mich gerade ein bisschen. Was ist denn da passiert? Ist mein Gehirn so kaputt mittlerweile? Ist es so zerstört? Oh mein Gott. Oder vielleicht habe ich den Daumen einfach nicht runtergenommen von der unten Taste, weil ich erst den gemacht habe und dann... Haja! Wobei, ich habe ja nicht mal den unten gemacht. Egal. Ist einfach nie passiert. So. Den hier, Siggedi und Chippa. Also wenn die jetzt runtergefallen wäre, dann wäre ich jetzt tot. Tot. So, okay. Dann machen wir hier jetzt nämlich erstmal ein Speicherpünktchen. Uiuiuiui. Am besten ohne zu sterben, genau. Habe ich das nicht auch schon gemacht? Heute Morgen wollte ich schon sagen. Gut, ist ja nicht gelogen. 10:30 haben wir es jetzt übrigens. Schisselmadeng. Schisselmadeng. Hui, ja. Ich meine, das habe ich aber gemacht, ja.
Gibt's auch keine andere Möglichkeit, irgendwo zu landen. Ich muss irgendwie diese verkackte hinter die Kulisse kommen. Nee, das ist auch nur Wand. Okay, und Ali hoppa. Genau, was der Schalter bringt, das weiß ich immer noch nicht. Das habe ich nicht gerafft. Kann man diesen Sprung schaffen? Das ist jetzt natürlich die große Preisfrage. Es sieht für mich erstmal so aus, als könnte man das schaffen. Okay, so auf jeden Fall nicht. Gut. Das ist eigentlich so jetzt so die einzige Stelle, die mir jetzt gerade auch erst wieder in den Sinn gekommen ist, wo ich glaube ich noch nicht war. Oh, einmal kurz strecken während der Schapeicherpause. Ich glaube, ich mache gleich nochmal ein ganz kleines Päuschen, ne, weil ich würde mir gerne einen Kaffee machen. Habe ich Bock drauf. Es ist ein bisschen Urlaubsstimmung. Schön Kaffee und aufnehmen. Wie sich das gehört. Was mache ich denn da? Und tschüss. Komm, laden. Aber erst will ich... Da kann man doch garantiert hin, ey. Kann doch nicht wahr sein. Scheiße, ey. Vielleicht muss er wirklich am allerletzten Pixel jetzt abspringen. Problem ist nur, das macht es nicht einfacher, dass es da so arschdunkel ist und ich weiß, wie lang die Rampe ist. Ich auch noch nicht so genau weiß, ab wann fällt Lara. Wenn sie mit beiden Beinen komplett unten ist, reicht ein Pixel der Hacke aus, damit sie noch darauf steht? Oder gibt es da irgendwo so einen Schwerpunkt, der jetzt grafisch nicht unbedingt zu ermitteln ist? Und jeppa, und voll reingesprungen und tot. Aber nicht so zwei Schritte gelaufen, das hat mir gefallen. Warum hältst du dich denn nicht, Dennis? Weil ich mir die scheiß Minipixel sparen möchte. Ich weiß ja nicht, was hier noch kommt, wenn nur noch sowas kommt hier, ne? In der Mission. Vielleicht dauert das Level auch nur 3 Stunden. Ich kann es euch nicht sagen. Ich kenn's halt nicht, ne? Wenn ich wüsste, kommt gleich noch der Megakampf, klar würde ich mich dann heilen. Aber ich kann mir den Lebensverlust ja auch, beziehungsweise die Heilung des Lebensverlustes ja auch dahingehend ersparen, indem ich das jetzt einfach, solange es jetzt keine Gegner sind, einfach schaffe, ohne Energie zu verlieren. Ich sag mal, was jetzt hier auf jeden Fall möglich ist. Wenn man nicht so dumm ist wie ich. Okay, Moment, ich rede gleich weiter. Aber ohne Lebensverlust zu schaffen. Und dann letztendlich sich das Lebenspack zu sparen und im nächsten Level trotzdem volle Energie zu haben. Das ist halt so meine Strategie, ne? Okay, das ist echt kurz. Das ist schon sehr weit. Ich speichere hier aber nochmal ab. Weil jedes Mal, wenn ich runterfalle, werde ich eh sterben. Ich möchte hier die Sackscheiße hier nicht mehr machen. Okay, erstmal die Kniften wegpacken und... Ja, es war viel zu früh. Viel zu früh. Laden! Ich wollte gerade sagen, vielleicht muss ich auch unter Wasser das Relais anfertigen. Und dann haben wir, glaube ich, ein ganz anderes Problem. Da muss man doch hinkommen, ist mal ohne Scheiß. Ich weiß, jetzt werde ich wahrscheinlich zu spät drücken. Ich glaube, soll ich mir vorher sagen, wenn wir mal eine Fackel anmachen, wenn ich was sehe? Ja, sag ich doch, ich werde zu spät drücken. Das ist irgendwie, ist die Rampe, habe ich zumindest ein bisschen das Gefühl, kürzer als so ein typisches Tomb Raider Viereck. Das verwirrt mich ein bisschen. Wie gesagt, das ist zwar schon krass weiter... Ah, warte mal. Vielleicht kann ich mir es einfacher machen. Moment. Pass auf, dann machen wir den hier. Nee, funktioniert leider nicht. War nur eine Idee, die ich jetzt hatte. Auf jeden Fall, da oben will ich hin. Da will ich hin. Ansonsten schaue ich mir mal nach einem anderen Weg um. Ach, ich glaube, wenn wir hier... Oh, no. Ja, dann müssen wir ja diesen Wasserweg nehmen, ne? Alles klar, warte mal. Vielleicht war ich da auch schon. Ich kann es euch wirklich nicht beantworten. Ich werde auf jeden Fall diesen Weg suchen. Da wo es dieses... Also riecht hier gerade so richtig nach Sommer. So richtig heftig nach Sommer. Schon ganz geil.
Ne, ich versuche mal da irgendwie was zu finden. Wie ich da oben hinkomme. Das heißt, wenn ich hier in der Oper bin, versuche mich erstmal zu orientieren, wo das Räumchen überhaupt ist. Und, ach, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie ich es mache. So, seid jetzt zufrieden. Ich sehe nichts und ihr wahrscheinlich auch nicht. Ja, ihr seht auf jeden Fall nicht viel. Mal kurz überlegen, wo ich jetzt hin muss. Für diesen illustren Austausch. Ah, guck mal, hier sind wir doch. Da haben wir das Relais gefunden. Schön. Willkommen zurück zu Tomb Raider, bla bla bla. Aber hier habe ich Aufnahme gestartet. Gut, ein paar Meter vorher noch. Also gut, dass ich den Weg nochmal gegangen bin, weil jetzt habe ich ja zumindest ein Ziel schon mal vor Augen, wo ich eventuell hin kann muss. Weiß ich nicht. Irgendwas von den drei wird schon sein. Ja, okay, da geht's nicht weiter nach oben. Ich hatte da so eine Vermutung. Wo war der Scheiße? Da hinten, glaube ich, ne? Da hinten ist es, ja. Mhm. Also da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass ich da noch nicht war. Ich hab das wirklich provoziert, dass er runterkommt, weil er geht mir auf den Keks mit seinem Rumgebaumel da. Fuck, ey. Ich muss irgendwie einen Weg finden, da hinten hinzukommen. Rumgehangelt geht das nicht. Ich kann höchstens noch mal eine Etage tiefer gucken, ob da vielleicht ein Weg existiert. Warte mal, machen wir den hier. Verlupp. Oh no. Was? Warum hält die sich denn nicht fest? Oh, Frau. Echt, ey. Oh. Ja gut, ich war nicht komplett gerade, aber ich hab nicht gedacht, dass das Spiel das so eng sieht. Ich hab doch da hinten... Oh. Blöd. Wie tief ist das denn? Okay, selbst wenn... Ne, okay, das funktioniert leider auch nicht. Man kann es ja mal versuchen. Achtung! Das ist viel zu tief. Das ist viel zu tief. Okay. Hast du gewonnen. Ich spring wieder ins Wasser! Also wieder Kletter-Action. Ach ja, und sonst bei euch alles frisch? Bei mir gibt's heute Burger zu essen. Also, selbst, was heißt selbstgemachte, ne? Ich hab welche gekauft, Patties, und wir belegen uns sie selbst. Und dabei trinken wir Bier. Aber immerhin bin ich jetzt eine Etage tiefer, ne? Da hinten ist auch ein Schalter, ne? Ah, ne, das war der Schlüssel. Der Schliepel. Auf jeden Fall auf der Empore dieser Seite. Aha, aha, aha. Da, da, da. Ich war mir so sicher mit dem Relais. Das zerstört mich immer noch so ein bisschen, ne? Aha, warte mal. Bin leider nicht mehr als das. Okay, schade. Eieieiei, yo. Weiß nicht, was das mir da oben bringt. Weil es ist ja eigentlich nur... Letztendlich die Tür. Kabums. Nee, doch nicht. Was ist das? Wahrscheinlich war das der Weg, den ich danach nämlich gegangen bin. Ja, genau. Alles klar. Nun. Ich stehe gerade leider ein bisschen auf dem Schlauch. Sackgasse nur. Also, um so mal kurz, damit ihr mir auch so ein bisschen folgen könnt, was ich die ganze Zeit versuche. Ich versuche irgendwie, und irgendwie ist ein gutes Wort, da kann man auch besser mit verzweifelt,
austauschen, da hinten hinzukommen. Da, ne, wo die beiden, oder wo das Loch da ist. Ich finde leider keinen Weg. Das ist das Problem, was ich habe. Ich kann nochmal gucken, dass ich irgendwie nochmal eine Etage tiefer komme. Ja, komm, fall runter.